Es ist Samstag und es ist nicht einfach nur Samstag, denn es ist wieder mal Supermarkt-Samstag. Wir schauen nach Abensberg in Bayern zur Brauerei Kuchelbauer. Kein Weißbier, sondern ein helles. Und was das alles kann, darüber reden wir wie immer, wenn ihr dranbleibt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einer samstäglichen Bierverkostung, die immer im Zeichen der Supermarktbiere steht. Es muss nicht immer was Schlechtes sein. Viele fragen mich ja immer, ob da jetzt so die ganz böse Industrieware reinkommt. Nein, das ist nicht der Fall, denn es müssen einfach nur Biere sein, die aus einem Supermarkt stammen. Und dann haben sie sich qualifiziert für den heutigen Bierverkostungstag. Und wenn ihr es mir empfohlen habt, ich selber das Bier irgendwo finde, dann kommt es möglicherweise dann auch hier tatsächlich zur Verkostung. Ich sage an der Stelle erstmal herzlich willkommen für diejenigen, die noch nicht lange mit dabei sind. Und empfehle euch an der ersten Stelle natürlich mal, um weiter in die Bierwelt einzutauschen, ein Abo hier auf dem Kanal unten zu lösen. Auf den roten Knopf könnt ihr drücken und dann seid ihr weiter mit im großen Club der Bierfreunde, die hier Tag für Tag Bier verkosten, und freue mich über eure Nachrichten, Empfehlungen und Anregungen. Anregungen habe ich gefunden in einem Biersupermarkt oder einem Supermarkt mit viel Bier in St. Johann in Tirol, und da ist mir die Kuchelbauer das helle Bier begegnet. Und Kuchelbauer, das löst ja bei mir immer reflexartige Freudentränen aus. Turmweiße, eins meiner Lieblingsweißbiere aus Bayern, und wusste gar nicht, dass die auch ein helles machen. Und es ist auch sehr spannend, wenn man auf die Webseite schaut von der Brauerei Kuchelbauer, dann ist das helle Bier durchaus versteckt. Es gibt eine Rubrik für Weißbiere, aber was dann sonst noch so links und rechts des Weges gebraut wird, das läuft wohl offensichtlich so mit. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich das jetzt mal probieren darf. Hallertauer Quell aus dem Hopfenland Hallertau, Bayern. Fein, vollmundig und würzig. Wir haben, jetzt mal schauen, wo steht's denn? Muss doch irgendwo der Alkohol draufstehen. 5,2 Volumenprozent Alkohol, Wassergersten, Malz, Hopfen und eine Trink- und Lagertemperatur von 7 bis 8 Grad. Da liegen wir perfektest drauf. Helles Bier steht auch oben auf der Verschlusskappe. Und nachdem wir die entfernt haben, gehen wir diesem Bier dann schon mal zu Leibe. Und ich bin sehr gespannt. Also eine Brauerei, die eigentlich auch im Logo drinstehen hat, Weißbier-Spezialist zu sein. Schließt natürlich nicht aus, dass die auch Lagerbiere brauen können, aber es ist vermutlich dann schon so ein bisschen auch der Zwang der Gäste, die dann einfach sagen, hey, wir wollen jetzt auch mal ein helles trinken, kein Weißbier, oder vielleicht sind ja auch Leute dabei, die keine Weißbiere mögen. Man weiß es nicht. In jedem Fall ein schönes, sattgelbes Bier, kein Fünkchen Trübung, da viel Kohlensäure drin. Wir haben hier auf dem Becher 2,5 Finger breit einer ganz ansehnlichen weißen Schaumkrone. Mittelprächtig am Glas haftet, macht eine schöne Stabilität und ist von durchaus feiner Pore. Oh, das ist in der Nase schönes, kräftiges, helles Malz. Schönes Süße auch, die damit einhergeht. Insgesamt schön frisch. Bisschen brotig, teigig, aber auch eine schöne leichte Würze. Ja, ich glaube, das kann man mal angehen, würde ich sagen, in diesem Sinne. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, das kann man nicht trinken, dann wäre das Video auch fertig. Also, sehr zum Wohl, cheers. Das geht genauso weiter. Schön frisch, leichte Würze mit am Start, aber viel helles Malz, eine sehr feine Herbe, ganz milde Bittere. So ein ganz leichter, angenehmer, grasiger Hopfen, da kommt dann auch wieder diese Frische zurück. Und es ist schön schlank im Mund, hat eine gewisse Süffigkeit. Und diese Herbe, die hängt schön am Gaumen dran. Diese hellen Malze entwickeln auch noch so eine leichte Süße, die wieder ein bisschen den Hopfen wegbalanciert. Obwohl der gar nicht so im Vordergrund steht,
Also dieses leichte, bittere drängt sich nie in den Vordergrund. Das Grasige vom Hopfen drängt sich nie in den Vordergrund. Es ist eher, wie gesagt, diese schöne, frische, leichte Würze und diese feine Herbe. Schöner, angenehmer, mittlerer Körper. Nicht zu vollmundig das Bier. Eine, ja, würde man sagen, lebhafte Kohlensäure, aber auch nicht zu intensiv, sondern schon so oberes Ende, mittlerer Bereich. Glatte Textur, super süffig. Das ist ein Bier tatsächlich, da kann man 2-3 Flaschen problemlos von trinken. Auch 5,2 Volumenprozent Alkohol ist jetzt nicht das allerleichteste Helle, aber glaube noch in einem sehr angenehm trinkbaren Bereich. Und der Nachtrunk, das ist so ein malzig, bitter, süßliches Gefühl im Mund. Es wird ein bisschen trockener und es klingt dann doch mit einer angenehmen Länge, klingt das hinten aus. Das helle Bier von der Weißbierbrauerei zum Kuchelbauer. Ein helles, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht die Reinkarnation von dem hellen Bier, wo ich jetzt sage, das haben wir ja noch nie gehabt. Es ist ein super solides, bayerisches Helles, ohne Aha- und Wow-Effekte, aber grundsolide und super gebraut. Und deshalb gibt es für das helle Bier aus der Brauerei zum Kuchelbauer von Probiertv gibt es dafür 3,5 Punkte für das helle Bier vom Kuchelbauer. Und wenn ihr andere Biere von Kuchelbauer kennt, die noch nicht im Kanal waren, ihr könnt ja mal schauen, was da alles schon gewesen ist, die ich mal probieren sollte, dann immer her mit den Informationen. Und wenn es helle Biere gibt, die ich mal probieren sollte, dann auch her damit. Und wenn ihr ein anderes Bier habt, dann ebenfalls her damit. Dann habe ich wahrscheinlich genug zu tun mit euren Biertipps am Wochenende. Freue mich über eure Reaktionen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.